Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Wie du im Titel schon gesehen hast, wollen wir heute mal darüber sprechen, warum Sexualität, warum dein sexuelles Verlangen deinem Erfolg mit Frauen schaden kann. Das ist ein ganz interessantes Thema und so ein Thema, das andere Coaches auch schon aufgefasst haben, wo es aber eher in diese Richtung geht, dass offen deine Sexualität auszudrücken dir helfen kann. Und ja, das stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es ein Gegenargument dazu und ich möchte heute mal auf beide Seiten so ein bisschen eingehen und dir zeigen, wie du am besten mit Sexualität umgehst, um das meiste rauszuholen. Wir wollen uns erstmal diese positive Seite ansehen, denn die gibt es auf jeden Fall. Na, wenn jetzt Coaches dir sagen, hey, es ist sehr positiv, wenn du deine Sexualität ausdrückst, ne, wenn du deine Sexualität gegenüber der Frau kommunizierst, wenn du ein sexueller Mann bist, dann ist das absolut richtig. Es ist positiv, seine Sexualität zu kommunizieren und sexuell zu sein, auch in der Kommunikation, gerade wenn die Frau dir gefällt. Das ist ein positiver Aspekt, denn viele Männer können das nicht oder viele Männer trauen sich das nicht oder viele Männer glauben, das dürfte man nicht. Das heißt, wenn du erstmal generell in der Lage bist, das zu kommunizieren und zu deiner Sexualität als Mann zu stehen, dann ist das eine sehr starke Sache und eine Richtung, in die du dich auf jeden Fall entwickeln solltest. Und wenn du jetzt jemand bist, der gerade an dem Punkt steht und sagt, boah, nee, damit fühle ich mich gerade noch so gar nicht wohl, das kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie da ja, sexuell zu werden in der Kommunikation, sei es jetzt auf körperliche Art und Weise irgendwo oder auf verbale Art und Weise, dann hast du da auf jeden Fall einiges in Arbeit zu erledigen, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz essentieller Punkt, wenn du dich für deine eigene Sexualität schämst oder deine eigenen Sexualität gegenüber deiner eigenen sexuellen Empfindung gegenüber negativ eingestellt bist, dann hast du da auf jeden Fall ein bisschen Arbeit zu tun. Jetzt kann es aber auch sein, und das ist eben auch sehr oft der Fall, dass das Ganze in eine etwas falsche Richtung geht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich oft bei Leuten sehe, die so aus der Pick-up-Richtung kommen, die da so sehr tief drin sind. Und zwar kann es auch sehr schädlich sein, wenn dein Fokus auf Sex zu stark ist. Und wir haben das schon mal in den vergangenen Videos ein bisschen besprochen, als wir über dieses Jungfräulichkeitsthema gesprochen haben, wo ich dir auch erzählt habe, die Jungfräulichkeit an sich ist nicht das Riesenproblem, sondern die Tatsache, dass Jungfräulichkeit für dich so ein großes Problem ist, das ist das Problem. Und die Tatsache, dass du unbedingt den Sex brauchst, unbedingt den Sex willst, das ist das wahre Problem. Und das ist übrigens auch die negative Seite, von der ich hier am Anfang des Videos gesprochen habe. Ne? Wir halten nochmal fest, die positive Seite ist auf jeden Fall, wenn du in der Lage bist, deine Sexualität auszudrücken. Aber die negative Seite ist, wenn ja, da ein gewisser Druck herrscht, wenn da eine gewisse Abhängigkeit herrscht, wenn du unbedingt Sex brauchst, wenn du auf jedem Date, das muss unbedingt zum Sex führen. Und ich kenne das von mir selbst. Also gerade früher, wo ich angefangen habe mit der ganzen Sache, wo ich auch noch viel in diesem Pickup-Bereich unterwegs war, war es dann wirklich so, dass irgendwie also es gab teilweise Dates, wo mein einziges Ziel war, okay, wie komme ich jetzt effektiv zum Sex? Und ja, das kann man machen. Aber das ist nicht ganz optimal, weil du dich einfach falsch konditionierst und einfach falsche Wege gehst. Denn es ist ein ganz großer Teil deiner eigenen Männlichkeit, deiner eigenen männlichen Stärke und auch deiner männlichen Präsenz, dass du in der Lage bist, deine Begierden, sag ich mal, egal ob sexuell oder nicht sexuell, zu kontrollieren, dass du die so ein bisschen im Griff hast. Und wenn du wirklich in diese Richtung gehst, oh Gott, ich brauche unbedingt Sex, Sex ist so wichtig, dann machst du dich in gewisser Weise abhängig von dem Sex. Und was dann passiert ist, dass die Frau dich halt immer über den Sex so ein bisschen triggern kann. Das heißt, die Frau kann immer über den Sex sozusagen die Kontrolle über dich gewinnen. Und wir reden jetzt hier nicht von, ich will jetzt hier kein, du musst dich mit der Frau betteln, Argument anführen. Ich will jetzt nicht sagen, pass bloß auf, dass sie nicht die Kontrolle über dich erhält. Das wäre ganz, ganz schlimm. Das ist nicht das, worum es hier gehen soll. Nur ist es nun mal so, dass es für eine Frau schon sehr attraktiv und sehr anziehend ist, wenn sie das Gefühl hat, sie hat nicht die Kontrolle über den Mann, sondern der Mann ist ein unabhängiges Wesen. Und natürlich, dass der Mann trotzdem ihr gegenüber sich liebevoll und fair verhält, das ist natürlich ganz klar. Das heißt, die Idee ist jetzt nicht, unabhängig von der Frau zu sein und sie dann fertig zu machen, sondern die Idee ist, unabhängig von der Frau zu sein, aber trotzdem dich optimalerweise um die Frau zu kümmern an deiner Seite, um deine Partnerin, deine Liebhaberin, was auch immer zu kümmern. Und dann ist das alles sehr, sehr wunderbar. Und wenn du eben diesen extrem sexuellen Weg gehst und extrem abhängig davon bist, du musst unbedingt zum Sex kommen, es muss unbedingt immer Sex passieren. Sex ist ganz wichtig, ganz essentiell. Ich kann nicht ohne Sex, ich muss mehrmals die Woche Sex haben, sonst komme ich nicht klar.
dann machst du dich in dem Moment sehr abhängig davon und gibst eben auch der Frau eine Möglichkeit, dich da zu kontrollieren. Und die Frau wird dich da auch ein bisschen kontrollieren, nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil sie merkt, hey, da ist so eine Möglichkeit, wo sie das ein bisschen eingreifen kann. Würde sich aber wünschen, dass du da nicht so kontrollierbar wärst, dass du da unabhängiger wärst. Und dann kann man das Ganze noch in eine etwas andere Richtung führen, dass man über sowas da redet wie zu frühe Ejakulation, also zu früh kommen, und dass man darüber redet, dass wenn man als Mann in der Lage ist, seinen Orgasmus sozusagen zurückzuhalten, das kann man ja machen, indem man seinen Beckenboden trainiert, dass man dann ja mit der Frau auf eine ganz andere sexuelle Ebene kann, weil man eben nicht kommt, weil man sein Verlangen nicht verliert, während man kommt. Aber das ist ein anderes Thema und das führt jetzt hier ein bisschen sehr tief in diese Diskussion rein. Also auf der einen Seite ist es wirklich so, und ich will es nur noch mal zusammenfassen, auf der einen Seite ist es eben so, es ist gut, wenn du es ausdrücken kannst, wenn es vorhanden ist, wenn du in Ordnung mit deiner Sexualität bist, aber darüber hinaus sollte deine Sexualität nicht die Kontrolle über dich haben, sondern du optimalerweise die Kontrolle über deine Sexualität. Und natürlich, die Sexualität ist erstmal eine sehr aufspulende, eine sehr energiereiche Sache, das ist ganz klar, die natürlich von sich aus schon mal sehr viel Energie mitbringt und auch Kontrolle übernehmen möchte. Und da liegt es einfach ein bisschen an dir, ja, mit deiner Sexualität auf der einen Seite positiv umzugehen, aber auf der anderen Seite auch, dass du die Kontrolle über deine Sexualität hast und auch die Kontrolle natürlich hast, mal die Kontrolle gehen zu lassen. Ne? Weil wenn du dann mal beim Sex bist und dich einfach vollkommen gehen lässt, das ist ja auch wunderbar und das ist ja auch schön, das zu können. Aber das hat eben auch damit zu tun, generell die Kontrolle zu haben. Ne? Sich gehen zu lassen bedeutet eben auch, dass du ansonsten die Kontrolle hast. Weil sonst könntest du dich nicht gehen lassen. Ne? Sonst macht ja keinen Sinn. Du hast die Kontrolle und dann kannst du dich gehen lassen. Also hattest du vorher die Kontrolle. Macht ja sonst keinen Sinn. Und deswegen sind solche Sachen, über die wir hier in der Vergangenheit schon oft gesprochen haben, eben wichtig. Sowas wie NoFap, keine Pornos schauen, sich keinen runterholen und einfach mal aushalten, einfach mal diese sexuelle Energie und dieses sexuelle Verlangen auch auszuhalten in dir, ohne es direkt ja rausspritzen zu müssen, sage ich mal, ohne es direkt nach außen bringen zu müssen. Ist eine ganz starke Fähigkeit, die dich eben hier oben mental vor allem, ja, vom Bewusstsein her stärkt, die dich mental stärkt. Das ist die Kernbotschaft. Das ist eine ganz wichtige Sache und das überträgt sich dann eben auch auf andere Lebensbereiche. Ne? Das ist, und da wären wir wieder bei so einem anderen Thema, es ist wie wenn du unbedingt die ganze Zeit Fernsehen gucken musst oder du musst jetzt sofort das Ergebnis haben, du bist auf diese ganzen Kurzzeitergebnisse, auf diese ganzen Kurzzeitbelohnungen angewiesen und das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, wenn du jeden Tag irgendwie Pornos schaust, wenn du ständig irgendwie der Pornos anschauen musst, um irgendwie zu kommen, dann bist du immer abhängig von diesen kurzzeitigen Belohnungen und das überträgt sich dann auf andere Bereiche, sei es jetzt Fernsehen oder ungesundes Essen und das bildet alles einen Kreis. Also all diese Sachen zusammen bilden einen Kreis, die man deine Männlichkeitsarbeit nennen könnte oder deine Persönlichkeitsentwicklung, je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Das heißt, auf der einen Seite, schau einfach mal bei dir, wo stehst du gerade mit deiner Einstellung zu diesem sexuellen Thema? Stehst du an dem Punkt, dass du sagst, boah, ich kann das gar nicht ausdrücken, ich traue mich gar nicht, das kriege ich gar nicht hin? Dann entwickle erstmal diese Fähigkeit, werd erstmal in Ordnung mit deiner Sexualität und danach schaffe eine gewisse Kontrolle über die Sexualität. Wie gesagt, ich meine hier nicht Kontrolle im Sinne von, oh Gott, du musst sie unterdrücken. Nicht Unterdrückung. Kontrolle ist was anderes als Unterdrückung. Die Beherrschung über deine Sexualität, das Aushalten von sexueller Energie, ohne sie direkt nach außen bringen zu müssen, ist eine ganz starke Sache. Denn dann ist es halt auch so, dass du, also nehmen wir mal an, du machst jetzt NoFap und NoPorn und du fühlst sexuelle Energie, aber du setzt sie nicht direkt um, ne, in einen Orgasmus. Und dann ist es eben auch so, dass du eben in der Gegenwart der Frau das Ganze anders behandeln kannst. Also die Frau wird es sehr anziehend finden, wenn du deine Sexualität ausdrückst und wenn sie dann zum Beispiel Sex mit dir hat. Sie wird es aber noch anziehender finden, wenn du deine Sexualität ausdrückst, aber sie im gleichen Moment spürt, dass du trotzdem die Sexualität unter Kontrolle hast und dass sie dich nicht so einfach kriegen kann. Ne? Das ist dieses Jagdspiel, dieses Ihn-Verführen-Spiel, dieses mit meinen weiblichen Fähigkeiten den Mann verführen. Das ist ein Spiel, ne? Und nicht ein Spiel im Sinne von Manipulation, sondern ein Spiel im Sinne von das weibliche Spiel mit dem männlichen. Das ist ein Spiel aus Spaß, ein Spiel mit Freude. Und das kannst du eben viel besser spielen. Das kann eben auch nur dann funktionieren, wenn du im Alltag diese Kontrolle gelernt hast. Deswegen empfehle ich solche Sachen wie NoFap oder NoPorn. Und hier hast du es. Die positive Seite, die natürlich ganz wichtig ist, nämlich den Ausdruck des Sexuellen, aber hier auch die negative Seite, die man auch beachten muss, nämlich wenn man keine Kontrolle darüber hat und wenn man abhängig davon ist. Und das ist ein Problem. Abhängigkeit immer eher negativ. Ein gewisses Maß an Abhängigkeit besteht natürlich. Wir sind als Menschen zum Beispiel von anderen Menschen irgendwo
natürlich abhängig, wir sind soziale Wesen, das ist uns so einprogrammiert worden. Aber wir als Männer, gerade als Männer, sollten versuchen, in vielen Bereichen auch in die Richtung Unabhängigkeit, in die Freiheit zu streben. Und das ist eben so ein Bereich, in dem das funktionieren kann, ein ganz starker Bereich und deswegen so ein wichtiges Thema. Wenn du noch Fragen dazu hast, irgendwas unklar gewesen ist oder irgendwas dazu schreiben möchtest, in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Hier abonnierst du den Channel, auch auf die Glocke drücken. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deine Erfolg mit Frauen und deine Männlichkeit. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.